anders als gedacht, wie ich lerne, was wirklich zählt. So der Titel eines Buchs, das Anfang März 2020 im Verlag Drömer Knauer erschien. Nur wenige Wochen später sind wir mit dem Coronavirus alle aufgefordert, unser Leben neu zu ordnen. Stillstand reflektieren über das Erreichte. Bettina Wulff, einst an der Seite von Altbundespräsident Christian Wulff, die First Lady des Landes, lässt uns teilhaben an ihrem Leben und Blicke, Gedanken über Zukünftiges. Aber nicht nur sie ist Autorin des Buchs. Heino Masemann, ihr Pfarrer und langjähriger Seelsorger, spiegelt viele Themen aus der Sicht eines Mannes, der Ähnliches erlebt hat, wider. Ein weiterer Raum. Ich spüre deutlich, jetzt, genau jetzt ist die Zeit für ein anderes Leben, das auf mich wartet. Und damit möchte ich achtsam umgehen, nach all den Brüchen und Neustarts in meinem Leben. Nach all den Umzügen hat sich auch bei diesem Thema eine große Erfahrung angesammelt und vor allem eine wachsende Vorsicht. Die weißen Wände meines Hauses und die noch unbeschriebenen Blätter im Buch des Lebens behutsam zu gestalten und intensiver mit Freude zu füllen. Außerdem stellt sich eine gewisse Routine ein, die Dinge einfach langsamer und bedacht anzugehen. In meinem neuen Haus ist genug Platz für unsere Patchwork-Familie und alle sind jederzeit willkommen. Gerne laden wir auch Freunde ein, um Zeit miteinander zu verbringen. Der kleinen Versuchung, alles so zu gestalten, dass es einen besonders guten Eindruck auf Außenstehende macht, habe ich widerstanden. Meine Wohnung musste nicht vom ersten Tag an perfekt aussehen. Ich habe mir Zeit genommen, abgewartet und einiges bewusst einmal erstmal so gelassen, wie es war. Bis heute sind einige Wände weiß geblieben. Es ist auch nicht alles vollgestellt mit Möbeln, im Gegenteil. Der Freiraum tut gut. Es geht nicht darum, ausgefallene, besonders schicke Einrichtungsgegenstände zu finden und das passende Bild für die Wand im Wohnzimmer. Viel wichtiger ist das Leben, das in diesen Wänden stattfindet. Das echte, authentische Leben mit Menschen, die mir wichtig sind. Es geht um das Gefühl von Geborgenheit, wenn wir mit Familie oder Freunden im Garten am Teich sitzen oder gemeinsam zu Abend essen. Der Teller, von dem wir essen, darf einen kleinen Sprung haben und die Tasse muss farblich auch nicht perfekt passen. Aber der Tisch ist mit Liebe gedeckt. Heute sitze ich dankbar beim Essen und genieße das Miteinander, wenn mein Freund gekocht hat und wir uns über den Tag austauschen. Ich freue mich dann, wie intensiv wir uns umeinander kümmern. Und ich kann im Gefühl, mit all meinen Schwächen geliebt zu werden, so wie ich bin, auch Selbstgeborgenheit vermitteln. Eine wohltuende Atmosphäre, die einfach gut tut, meinen Kindern, meiner ganzen Familie und all den Menschen, die mir wichtig sind. Auf der anderen Seite traue ich mich heute auch, klare Grenzen zu setzen, mich bewusst von Menschen zu verabschieden, die mir letztlich nicht gut tun, Situationen zu vermeiden, in denen ich Gefahr laufe, wieder in alte Rollenmuster zu verfallen und dann letztlich ein Bild von mir zu vermitteln, das mir in der Tiefe meines Wesens nicht entspricht. Nur um vermeintlich anderen zu gefallen, einfach weil ich es so lange eingeübt habe und mich bestimmte Menschen dazu antriggern. Ich lerne deutlich, Nein zu sagen. Eine äußerst schwere Disziplin. Denn natürlich sitzen die kleine Bettina, die geliebt werden möchte, der nach Bestätigung suchende Teenie und die Frau, die anziehend wirken möchte, alle noch auf meiner inneren Bank. Aber sie sind gnädiger mit mir geworden. Mit der Idee des Co-Autor ist ein erster Dialog zu den aufgeworfenen Themen angestoßen. Ein Buch zum immer wieder drin blättern und lesen, wenn es Zeit ist, alles zu überdenken. Die andere Seite des Buchs ist das eigene Leben, das Bettina Wulff dem Leser offenbart. So stellt sie sich dem, was zahlreiche Medien über die Frau, die im Rampenlicht stand, schrieben. Bettina Wulff steht zu ihrem Scheitern und das ist in unserer Gesellschaft wichtig. Für Bettina Wulff ist es an der Zeit, das Leben aufzuräumen und mutige Entscheidungen zu treffen, wie sie sagt.